Risco, deine Show geht los. Ja, ja. Briscos Jahrhundertshow mit Bastian Pastewka. Und hier kommt Brisco Schneider. Liebe Liebenden, herzlich willkommen zu meiner großen Samstagabendshow am Montag. Ihr habt sicherlich schon mein absolut selbstsicheres Auftreten bewundert, als ich heute meine Showtreppe runtergegangen bin. Ja, heute kann mir nichts passieren. Nein, ich bin unglaublich positiv drauf. Wisst ihr auch, woran das liegt? Ich sag's euch. Ich habe heute ein total positives Karma. Heute kann mir gar nichts. Nein, ich habe ein positives Karma und das weiß ich von meiner Hauswahrsagerin. Ich habe eine Hauswahrsagerin, die heißt Madame Aurora. Ja, die kommt einmal die Woche. Gut, sie ist nicht billig, klar, aber was sein muss, muss sein. Nicht? Die hat heute Morgen den Herzbuben auf den Kreuzbuben gelegt. Und das bedeutet eine Woche positives Karma. Super. Heute kann mir gar nichts. Wow. Mir geht's richtig gut. Und diese Madame Aurora, die weiß unglaublich viel. Ja. Die weiß nämlich zum Beispiel die Kunst des Kaffeesatzlesens. Ja, da hat die mir das auch erklärt. Ich habe ihr die Kaffeetasse gegeben. Da hat sie reingeguckt und sofort gesagt, Brisco, das ist Tee. Und ich glaube seitdem auch an Horoskope, ja. Nach dem chinesischen Horoskop bin ich ein Tiger. Ruff, stimmt. Und nach dem deutschen Horoskop bin ich ein Löwe. Ruff, stimmt auch. Aber die besten Eigenschaften der Sternzeichen, die stehen ja auf diesem kleinen Kaffeetütchen drauf. Ne? Kennt ihr die? Ich habe meins mal mitgebracht. Moment, hier steht's, ja. Gefühls echt perlgenoppt und mit Bananengeschmack. Stimmt. Ja, liebe Liebenden, aber genauso ungewiss wie die Zukunft ist der Ausgang eines Krimis. Und ich habe eine absolute Lieblingskrimiserie und von der zeige ich euch jetzt ein Stück. In den 70er Jahren begeisterte der knallharte amerikanische Actionfilm Shaft die Kinobesucher. Dieser Erfolg ermutigte deutsche Produzenten, eine eigene Version davon zu drehen. Kommissar Shaft. Die Serie setzte neue Maßstäbe und zog das Publikum in seinen Bann. Shaft. Kommissar Shaft, eine Serie, die durch ihren Realismus besticht. Sag einmal, Fröschel. Ja, was? Hast du schon die Fingerabdrücke genommen? Nee, noch nicht, Shaft. Kommissar Shaft und sein Assistent Fröschel zeigten besonders in den Action-Szenen, dass deutsche Polizisten echte Kerle sein können. Sag einmal, Fröschel. Ja, was ist? Welche sind denn nur die Weißen? Ja, ich weiß auch nicht. Sagen wir unentschieden. Ja. Ja. Bei den Liebesszenen wurde alles sehr niveauvoll gelöst. Was hier zählte, war die pure Erotik. Kommissar Shaft war auch international ein Erfolg und wurde sogar in Japan gezeigt. Takasaki. Totschlag. Killer, Killer. Ja, mei.
Zugruck kommen in Toyota Mitsubishi. Taku, taka. Löschen. Hi. Hola, Riksha. Hi. Harakiri! Nach diesem großen Erfolg gibt es jetzt ganz neu eine Mystery-Serie mit Kommissar Chef. Du Fröschel. Ja, was ist? Diese Kornkreise sind wirklich mysteriös. Ja, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Seltsam, diese Kornkreise. Kommissar Chef, eine Serie mit Intellekt und Action. Kommissar Chef, ein Polizist, der die Menschen begeistert. Chef! So, liebe Lieben, in wenigen Minuten bin ich auch schon wieder da. Dann zeige ich euch das beste Ratequiz aller Zeiten und wie ich als Kind Geburtstag gefeiert habe. Also bleibt dran. Ciao. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid bei meiner Jahrhundertshow. Also als Showmaster bin ich ja eine Person der Öffentlichkeit geworden. Ja, da ist die Presse natürlich ganz besonders an meinem Privatleben interessiert. Und die stellen halt auch immer unglaublich viele Fragen, nicht? Und die möchte ich auch jetzt alle auf einmal beantworten. Also, hier kommen meine Antworten für die Presse. Los geht's. Ja. Ja. Nein. Manchmal. Ich wohne nicht bei meiner Mutter. Ja, Götterspeise. Ja, die nähe ich mir selber. Ja, natürlich nicht, sie Ferkel. Oh. Ja, ich bin Ersthelfer. Ja, Montserrat Caballé. Nein, nein, ja. Nur wenn ich alleine bin. Ja, ja, Bussibär. Das war's. Ja, die Frage nach meinem schönsten Geburtstag, den kann ich ganz einfach beantworten. Das war mein 13. Geburtstag, ja. Und was da alles los war, zeige ich euch jetzt in meinem Super 8-Film. Das war mein 13. Geburtstag. Den haben wir im Garten gefeiert. Das links ist meine Mama und daneben ist meine Schwester Bienchen. Es war total aufregend. Ich habe zwar keine Torte bekommen, aber eine ganz große Kerze. Das ist meine Oma. Die trank immer schon mal gerne ein Likörchen. Das daneben ist mein Papa, der hat immer alles ganz genau genommen. Und dann habe ich wahnsinnig tolle Sachen geschenkt bekommen. Von meinem Papa was wirklich Praktisches. Einen Zollstock. Ja, und meine Oma hat mir dann auch was geschenkt. Nämlich einen Schluck von ihrem Lieblingsgetränk. Das war echt total lecker, 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 lecker. Ah, das ist die Annika. Das ist die Freundin von meiner Schwester Bienchen. Ich glaube, die war auch ein bisschen in mich verliebt. Da kommt unser Nachbar, der nette Herr Pomado. Das war komisch, der kam immer nur zu meinen Geburtstagen. Wir mochten ihn alle, aber Mama wohl am liebsten. Und wie immer schenkte er mir eine Tube mit meinem Namen drauf. Eine schöne Tradition. Und dann hat Mama mir einen Schlumpf geschenkt. Oh, der war so süß. Meine Geschenke habe ich natürlich immer mit Bienchen geteilt. Ach, das ist Papa und sein Kürbis. Der war sein ganzer Stolz. Ach, und dann haben wir Kinder zusammen blinde Kuh gespielt. Ich war die Kuh. Nur die Annika, die hat, glaube ich, gedacht, wir spielen Flaschendrehen, so mit Küssen und so. Naja, kann passieren. Aber blinde Kuh ist gar nicht einfach. Als Kuh muss man sehr geschickt sein und sich voll konzentrieren. Boah, das ist so schwer. Ja, es dreht sich alles. Man sieht nichts. Und das macht es übrigens auch ganz besonders schwer, einen Mitspieler zu fangen, nicht?
Ich habe gewonnen. Das war ein richtig tolles, tolles Geburtstagsfest. Alle haben sich amüsiert. Oma mit dem Likör, Papa mit dem Kürbis, Bienchen und Annika mit mir und Mama mit dem netten Herrn Pomado von nebenan. Wir hatten alle ganz viel Spaß. Und zum krönenden Abschluss gab es dann noch mein Lieblingsgericht. Bockwürstchen mit Ravioli-Salat. Lecker! Ich sagte, die größte Erfindung des Jahrhunderts ist ohne Zweifel das Fernsehen. Und die allerersten Sendungen im Fernsehen, das waren die Ratesendungen. Ja, da war der Empfang noch so schlecht, da mussten die Leute immer raten, läuft der Film schon oder ist der Fernseher kaputt? Meine absolute Lieblingsratesendung des Jahrhunderts, die könnt ihr jetzt sehen. Wir geben diesmal 30 Sekunden Zeit und Sie sollen uns Fernsehserien, Fernsehsendungen oder Filme nennen und dazu eine Person, die dazu gehört. Ja? Du, geh, ich weiß, was wir machen. Ich sag einfach einen meiner Filmtitel und du sagst meinen Namen. Halt, d'accord. Mein Name Mireille. Nein, meinen Namen, Peter Alexander. Ah, oui, oui. Mein Name Peter Alexander. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Sie fangen an, nach 15 Sekunden ist Wechsel. Sie sagen Serie oder Film, Sie sagen Person nachher anders. Dalli, Dalli. Im Weißen Peter Alexander. Na, du musst mich schon erst aussprechen lassen. Peter Alexander. Graf Bobby. Peter Alexander. Na, Herrschaft, Zeit nicht. Peter Alexander. Ich muss doch erst den Titel sagen. Peter Alexander. Bonjour, Katrin. Bonjour, Peter. Comment ça va? Was? Ah, oui, oui. Peter Alexander. Wechsel, jetzt müssen Sie was sagen. Peter Alexander? Oh Gott. Peter Alexander. Ja, Mireille, das hat so Peter kein... Alexander. Hansi, sie weiß doch gar nicht, Peter was sie Alexander. Da sagt. Das hat doch gar keinen Sinn. Peter Alexander. Das kann doch nicht so schwer sein. Peter Alexander. Herrschaftszeiten. Peter Alexander. Du bist ja blöder als ein altes Spaghetti, du dummes Bückstück. Du kriegst von mir rein auf die 9. Gut. Peter Alexander. Alle 9? Alle 9? Ja. Ja, liebe Lieben, also ich komme jetzt wieder zu meinem heutigen Gesprächsgast. Ich bin total aufgeregt. Wow. Es ist eine sehr wichtige Persönlichkeit des Fernsehens, ja. Es ist der Vorsitzende des Deutschen Medienverbandes. Ja, ich habe so eine Ahnung, was er will. Also ich kenne ihn noch nicht, aber ich glaube, ich kriege einen Preis. Wegen meiner tollen Sendung kriege ich bestimmt einen Preis. Ich mache das ja jetzt schon ganz schön lang, über 6 Wochen, nicht? Ja, bestimmt einen Oscar oder am liebsten hätte ich einen Bambi. Ich mag so reden, der hat so ein lustiges Auge. Oh, es ist so aufregend, ich habe schon so ganz feuchte Knie. Tja, jetzt hole ich ihn einfach rein. Oh, begrüßt mit mir, liebe Lieben, meinen heutigen Gast. Hier ist Jochen Richter. Hey! Also jetzt mal hier, Jochen, so, jetzt mal so von Kollege zu Kollege. Ne? Es ist ja bestimmt so, ich finde, also ich kenne dich nicht, aber ich freue mich, dass du ausgerechnet heute in meine Sendung kommst. Na! Ja, Herr Schneider, mein Hiersein hat einen bestimmten Grund. Ja, ich weiß, einen kleinen goldenen Grund. Am besten stellst du ihn hier hin, da kann man ihn gut sehen vom Licht. Auch. Ich hoffe, Sie sind darauf vorbereitet. Nein, ja, natürlich. Nein, ich bin nicht darauf vorbereitet. Ich freue mich wahnsinnig. Ich hätte mit dieser Auszeichnung auch nicht gerechnet. Ich bin unglaublich erfreut. Ich danke meinem ganzen Team, das die ganze Zeit hinter mir stand. Und natürlich danke ich auch meiner Mama. Ohne die hätte ich ja Herr Schneider. Ja. Ich bin vom Verband Deutscher Medien, Abteilung Moderation. Ja, das sind die Besten. Ja. Und wir haben Ihre Sendung verfolgt und festgestellt, dass das, was Sie da machen, eine Katastrophe ist. Ja. Hä? Ihre Filmbeiträge sind schlecht recherchiert und Ihre Moderationen unsachlich. Na, das kann nicht sein, aber ich bin doch ein Journalist. Herr Schneider, Sie spielen da mit Ihrem Ring rum, das macht doch kein Journalist. Ja, aber wo soll ich denn meine Hände... Ach, ich weiß,
Ach, diese Kartenerschneider, die hat man seit der Erfindung des Erinnerungsvermögens nicht mehr nötig. Ja, aber doch, die Sabine Christiansen im Fernsehen hat auch immer solche Karten. Ja, Sabine Christiansen ist auch eine Frau. Ach so, ja. Sind Sie eine Frau, Herr Schneider? Was, ich eine Frau? Ja, jetzt fangen wir mal bei Ihrer Kleidung ja, an. Ja gut, die kann ich ausziehen. Also ich meine, nein, ich kann was anderes anziehen. Ja, zum Beispiel mal einen schönen, seriösen Anzug in beige. Oh, ein schön beige ist genau meine Farbe. Und dann diese Hände, jetzt halten Sie doch mal die Hände ruhig. Ja. Ja, es geht doch. Ja, ja, ja. Und jetzt ja, mal die Stimme, die Stimme. Die Stimme, was die etwas tiefer. Ja. Ja, gut, ganz fantastisch. Und jetzt machen Sie mal eine sachliche Ansage. Eine ganz sachliche Moderation. Sachliche Moderation. Hallo, liebe Leben. Nein, ist ja falsch. Ich mach's anders. Sachliche an. Meine Damen und Herren, es folgt nun ein Filmbericht über ein wahnsinnig tolles Thema. Es ist ein total toller Film. Wollt ihr den sehen? Na, wie war ich? Katastrophal, Herr Schneider. So können Sie keinen Blumentopf gewinnen. Wirklich, danke. Tja, liebe Liebe, dann kommt jetzt ein Film über einen Mann mit einem lustigen Bart. Dann kriege ich den Blumentopf. Eva, ich habe heute ordentliche Arbeit geleistet. Beim Laubblasen im Vorgarten. Das war äußerst kräftezehrend. Ich brauche jetzt etwas Richtiges zu essen. Pferdegulasch mit Parmesan, mein Führer. Was? Willst du mich mästen, damit ich bald genauso fett bin wie der König? Ich brauche jetzt etwas Strammes. Etwas Teutonisches. Da habe ich genau das Richtige für dich. Deutschländerbürschchen von Strandmacht. Hurra! Da knackt der Arier. Denn das sind Deutschländerbürschchen, Deutschländerbürschchen. Zackig, stramm und hart, nach bester deutscher Art. Von Streitmacht. Tja, liebe Lieben, es wird noch ganz, ganz aufregend bei uns, denn jetzt ist es soweit, ich werde jetzt singen. Ja, na, aber nicht irgendetwas. Nein, nicht irgendetwas, sondern den größten Rockschlager aller Zeiten. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Also bleibt auf jeden Fall dran. Bitte, bitte. Ciao. Und hier ist der König unter den Königinnen des Rock. Hier ist Brisco Schneider. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. Throwing it all away. Mama,
I'm not back again this time tomorrow. Carry on, as if nothing really matters. Has come, sends shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. From his monstrosity. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah. Let him go. Bismillah. Let him go. Bismillah. Let him go. Let me go. Let him go. Let me go. Let him go. Let me go. Let him go. Let him go. Let him go. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub. Put a sight for me, for me, for me. Liebe Lieben, das war meine letzte Jahrhundertshow. Die nächste Show gibt es dann im nächsten Jahrhundert. Ihr wart ein tolles Publikum. Ich wünsche euch ein schönes Jahrtausend. Ich liebe euch alle. Ciao!